Um diesen Mann dreht sich heute alles bei Eintracht Frankfurt. Dino Topmeller. Sein Motto zum Amtsantritt als neuer Cheftrainer? Nicht viel Gebabbel, Frankfurt makes trouble. Richtig gehört. Der 42-Jährige hat unser Hessisch offensichtlich voll im Blut. Und die Leidenschaft für die Eintracht sowieso. Wir wollen positive Troublemaker sein. Wir wollen den Gegner vor Probleme stellen. Wir wollen durch eine intensive Spielweise, durch eine leidenschaftliche Spielweise immer wieder auch unangenehm sein für den Gegner. Bei das Thema, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen, zeigen wir euch heute den neuen Cheftrainer der Eintracht. Wollen wissen, was er mit dem Verein vorhat und wie er zu ihm und den Spielern steht. In 3 Tagen am 10. Juli geht's schon los. In der deutschen Bundesliga ist das seine erste Stelle als Cheftrainer. Als Co-Trainer von Bayern München hat er bis zuletzt alles gegeben und überzeugt. Auch wenn Bayern München und die Eintracht auf dem Spielfeld konkurrieren, insgeheim schlug sein Herz schon da, auch für die Frankfurter Mannschaft, als Fan. Als immer so, dass Trainer hierher kommen und dann irgendwann Eintracht-Fans werden. Dino Topmöller ist schon Eintracht-Fan. Einmal hat er uns erzählt, beim Europapokalspiel der Eintracht hätte er in irgendeinem Hotel da gesessen und hätte so laut gejubelt, dass die Nachbarn sich im Hotel beschwert hätten. Hat er gesagt, aber die Eintracht spielt doch. Also der ist wirklich Eintracht-Fan. Als Co-Trainer einer anderen Mannschaft nicht ganz so leicht. Weil es in gewisser Art und Weise auch ein Konkurrent ist, aber wenn man zumindest mal auf die internationalen Spiele geht, dann muss ich schon sagen, dass ich da auch als Fan total mitgefiebert habe, diese Spiele auch verfolgt habe und werde auf jeden Fall jedem neuen Spieler empfehlen, sich die Filme anzusehen, die Rückkehr des Pokals und auch den Film in diesem Jahr, weil ich glaube, dass wenn man das sieht, dann weiß man, was der Verein einfach für die Menschen hier bedeutet. Fan versus Konkurrenz. Dieser Zwiespalt hat sich jetzt also erledigt. Gebürtiger Frankfurter ist Topmöller übrigens nicht, hat aber schon mal für die Eintracht gespielt, als Stürmer in der Saison 2002-2003. Und das blieb für ihn bis heute unvergessen. Vor allem das zweitletzte Spiel in Oberhausen, dass ich da der Mannschaft helfen konnte, dass wir da die Zuschauer glücklich machen konnten, in eine gute Position zu kommen für den letzten Spieltag. Und ja, was am letzten Spieltag dann passiert ist, das war, glaube ich, legendär. Und da konnten wir am Ende auch gemeinsam dann mit den Zuschauern den Aufstieg dann feiern und auf dem Römer dann das auch genießen. Mit seinem neuen Posten verbindet Topmöller aber nicht nur seine eigene Vergangenheit, sondern auch die seines Vaters. Natürlich habe ich mit ihm drüber gesprochen, er ist auch total froh, hat mir natürlich auch direkt seinen Startrekord unter die Nase gerieben. Habe ich gesagt, okay, ist kein Problem, den Startrekord, den kannst du behalten, solange ich länger da bin wie du, ist es mir recht. Sein Vater war auch Cheftrainer und führte die Eintracht vor knapp 30 Jahren zur Herbstmeisterschaft, bis er nach einer Saison entlassen wurde. Dino Topmöller hat auch wegen ihm als Kind viel Zeit im Waldstadion verbracht. Er brennt für die Eintracht, das merken auch die Fans. Ein Wechsel bringt einen neuen Wind rein. Topmöller hat einen guten Namen in Frankfurt. Mit Dino Topmöller haben wir eine sehr gute Alternative. An der Stelle schreibt mal in die Kommentare, wie ihr zu Topmöller steht. Feiert ihr ihn? Vom Co-Trainer der einen Mannschaft zum Cheftrainer einer anderen Mannschaft. Das ist ungewöhnlich, aber wie kommt's? Markus Krösche, der Sportvorstand der Eintracht, hat den schon unglaublich lange auf dem Zettel. Der hat ihn schon einmal geholt, nämlich als Co-Trainer nach Leipzig. Als Krösche in Leipzig war, unter Nagelsmann, wurde Topmöller dann Co-Trainer, ist mit Nagelsmann zu den Bayern gegangen. Und jetzt hat Krösche gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt da, dass er auch in der Bundesliga Cheftrainer werden kann. Der kann alles. Bisher hat er es als Co-Trainer gezeigt, jetzt als Cheftrainer. Und da hat Markus Krösche ihn jetzt das zweite Mal geholt, diesmal nach Frankfurt. Was er wegen seiner Arbeit als Co-Trainer vor allem auch drauf hat, einen besonderen Draht zu Spielern aufzubauen. Er ist ein Trainer, der wirklich sehr eng mit den Spielern ist. Als Co-Trainer bei Bayern und Leipzig bist du sowieso immer so der verlängerte Arm des Trainers bei der Mannschaft. Auch so einer, der die Schulter ist für die Spieler. Wenn es mal nicht so läuft, wenn die sich ausheulen wollen, dafür ist der Co-Trainer da. Das hat er aufgesogen, wie wichtig das ist den Spielern, dass man denen zuhört. Am Montag ist Leistungstest. Da lernt er die Mannschaft kennen. Der Start für Topmöller nicht einfach. Die Defensive muss dringend ausgebaut werden. Das hatte auch schon sein Vorgänger Glasner im Visier. Gibt's dann einen Austausch? Ja, bis jetzt noch nicht. Ich habe tatsächlich die Nummer erst gestern bekommen. Ich schätze Oliver sehr als Trainer und auch als Typ, so wie er rübergekommen ist, wie er gearbeitet hat in Wolfsburg. Seitdem kenne ich ihn erst auch von seinem Weg in Wolfsburg und auch in Frankfurt. Und ich habe auf jeden Fall vor, ihn zu kontaktieren.
Und ansonsten gilt: Die Idee zu verinnerlichen, dass wir dann am Ende des Tages auch ein paar Fußballspiele gewinnen können, die uns dann auch qualifizieren für internationalen Wettbewerb. Aber erstmal ist in 6 Wochen Ligastart angesagt. Beim Hessen-Derby im August soll es gegen Gegner Darmstadt 98 direkt einen Knallstart geben. Toppmöller liebt Offensivfußball und genau so will er auch spielen lassen. Es ist natürlich unser Anspruch dann auch, dieses Spiel sofort zu Hause zu gewinnen und einfach diese Euphorie mitzunehmen, eine gewisse Begeisterung sofort vom ersten Spieltag an zu entfachen. Eben nach dem Motto, nicht viel Gebabbel, Frankfurt makes trouble. Denkst du, Toppmöller wird's reißen und mit der Eintracht große Erfolge feiern? Lass gerne einen Kommentar dazu da und gern auch ein Abo.